Ja, ich bringe euch mal wieder zusammen. Zum Glück rollt ihr in derselben Geschwindigkeit. Ihr komischen Klapser. Komische grüne Reihende Klapser. Weshalb ihr auch immer hin und her. Es gibt anscheinend keine Reibung in diesem Universum. Und ich weiß jetzt, wie ich das mache. Sobald ich auf der zweiten Plattform bin, habe ich anscheinend alle Zeit der Welt. So. Ha. Habe ich mir doch gut gedacht. Ja, gleich 20.000 mal einfacher. Aber nein, dumm hektisch rumlaufen. Ja, erstmal panisch im Kreis rennen, wie ein echter Held das nun mal tut. Panisch im Kreis rennen und nicht wissen, was zu tun ist. Als Denkphase. Weil besser ist das. Das mit der Hexe wird eh noch lustig. Das wird einen epischen Kampf geben. Ja, es gibt wieder hier was Schönes auf Zeit. Ah gut. Ich musste nur an der Statue vorbei. Oh, das hätte arg in die Hose gehen können. Hätte ich das auch nochmal machen können. Darf man nämlich hier erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wie man sieht. Weil es ja keine Abkürzung gibt. Einfach wieder da vorne hinzukommen. Ja, da hätte man ein bisschen klüger das Leveldesign gestalten können noch, aber das ist ja nur ein Raum. Dafür brauchen wir das Spiel nicht zu verurteilen. Noch nicht. So. Ich glaube, jetzt kommt auch schon die letzte Rätselkammer, wo man auf so lustigen weißen Plattformen herspringen musste. Sehen wir gleich. Schönes Rätsel. Schöne Geschicklichkeitsaufgabe, besser gesagt. Das einzige richtige Rätsel, die Dinger fallen nämlich runter. Und wenn man nicht schnell genug ist, so wie ich, und zwei Hände mit 10 Daumen hat, beziehungsweise zwei linke Hände mit 10 Daumen, weil wer braucht schon Finger? Das ist gut. Das ist sehr gut. Na, geht ja doch. Man sieht, jemand mit zwei linken Händen, an der man nur Daumen hat, kann auch was schaffen, ab und zu. Auch bekannt als ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn oder wer weiß. Ja, das waren, glaube ich, so die Aufgaben von unserem epischen Kampf gegen die Hexe. Oh ja, das ist richtig episch. Den kann man richtig genießen. Müssen wir nach unten? Ich weiß es nicht. Ich guck mal einfach. Sieht gut aus. So, du hast es also geschafft. Ich weiß nicht warum, aber ich scheine dich nicht loszuwerden. Es ist wohl besser, wenn du jetzt stirbst. Du kannst dich nicht mehr bewegen, oder? Du wirst dein Leben aushauchen, wenn ich diesen Schalter betätige. Mal sehen. Welcher war es gleich? Vielleicht dieser? Ja. Schön gesagt. Ein epischer Bosskampf. Das war ein Fehler. Ja. Echte Hexe. Komm, wir gehen. Ja, kann ich ja mit diesem Schalter benutzt. Was sie dank dem Skript allerdings nie tut, wäre das lustige Teil runtergefallen. Obwohl ich nicht glaube, dass uns das getötet hätte mit 10 Herzen und 6 Eke-Eke, obwohl wir uns nicht bewegen konnten. Obwohl, nein, es fällt da nicht durch einen durch und, ach, ich will darüber gar nicht nachdenken. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder fröhlich hier oben, wir haben alles hier drin geschafft, wir haben die Hunde befreit und das Wichtige ist, dass wir uns jetzt diesen und jenen Ring dort aneignen können. Das ist nämlich der schöne Saturnstein. So, der Saturnstein macht folgendes. Ich demonstriere, wenn wir unser Schwertchen lädt, das Schwert so langsam fröhlich vor sich auf. Wenn wir uns jetzt mit dem Saturnstein ausrüsten, lädt sich das doppelt so schnell auf. Das ist schön, das ist gut zu gebrauchen und das ist schön, dass es so ist. Ja, und irgendwie
Martin stand ja hier und Bell war in Massan, genau, Massan hieß das Dorf. Und als sie sich zurückverwandelt hat, scheint sie sich hierhin teleportiert zu haben, weil ich nicht glaube, dass sie es in der Zeit, die wir hochgebrochen, den Ring anzueignen, geschafft hat, hier einfach mal herzulaufen. Danke nochmals für alles, was du getan hast. Danke, danke. Marty und ich werden uns jetzt hier häuslich einrichten. Ja, da sind Totenschädel auf dem Boden. Ja, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Aber ich habe dann wenigstens ein Bett neben dem Haus. Nicht schlecht. Ja, schon mal ein Anfang. So, mal gucken, ob wir nochmal einen guten Sprung machen. Oder ob wir das Ding, wir können das Ding nochmal sinnlos daneben pfeffern. Oh nein, können wir gar nicht. Unglaublich, auf dem Rückweg habe ich es tatsächlich nochmal geschafft, das Ding so auszurichten, wie man es machen sollte. So, auf jeden Fall, der Leuchtturm funktioniert wieder. Wir haben ja gehört, dass wir ihnen folgen sollen, weil wir wissen ja, dass der Weg nach, wie hieß denn das Dorf gleich? Keine Ahnung, auf jeden Fall das andere noch, wo wir noch nicht hingekommen sind, die dritte Menschensiedlung auf der Insel. Wir haben ja diese Menschensiedlung mit dem Leuchtturm, wir haben hier die große Hauptstadt Mekator und es gibt noch eine dritte menschliche Siedlung. Und diese dritte Siedlung ist ja nicht begehbar, weil der Weg dahin zugefallen ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, das Problem haben wir jetzt aus der Welt geschafft. Machst du? Siehst du das Schild? Das ist das das ist die Gelegenheit. Ich habe das beste Grundstück für ganz Mekator. Dieser Ort ist mein. Hier war die Freakshow drin oder so. Ah, die Freakshow wurde verkauft. Schade. Ich habe eine tolle Taler für die Monster bekommen. Und jetzt gehe ich zu Greenpeace Spielhaus. Ja. Da gibt's eh nicht mehr viel zu gewinnen, da haben wir schon zwei oder dreimal den armen Kerl abgestaubt. Das ist dieses lustige Spiel mit dem runden Felsen, den man da auf diese rotierenden Plattformen werfen kann, das hier in diesem Gebäude ist. Ja, auf jeden Fall, der gute Händler hat seine Monster verscherbelt. So, dann gucken wir nochmal. Hier können wir es nochmal auftanken. Das Eke-Eke, ja, für 11 Taler. Kaufen wir auch mal alle. Ja, nicht wieder ablegen, einfach hier. Ja, gib her, danke schön. So, nochmal. Weil in der Stadt, wo wir jetzt sind, geht es ein bisschen dumm als. Okay, wir hätten hier fröhlich mit den Leuten reden können, bevor, hier in dem Gebäude ist jetzt auch nichts mehr drin, außerdem, seit die weg sind. Ja, wobei, wir hätten hier fröhlich mit den Seeleuten reden können. Hier ist zum Beispiel so einer. Und hier hätten wir gesagt, bla bla bla, ja. Nicht bla bla. Auf jeden Fall, der Leuchtturm wäre ausgewiesen und darum hätten die nicht fröhlich vor sich hin navigieren können. Keine Ahnung, warum man einen Leuchtturm braucht, um sich zum Festland zurück zu navigieren, aber auf jeden Fall muss der Leuchtturm heile sein. So. Das Schiff auf Baltisero, um nach Verla, genau, das ist die dritte Menschensiedlung, zu fahren. Du kannst umsonst mitfahren, weil du den Leuchtturm verwirrt hast. Fährst du mit? Ja. Na dann, an Bord. Wir legen gleich ab. Ach, keine Ahnung, wie man Seemann spricht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht mal einen Piraten sprechen. Ich kann nur Arr sagen. So, ja. Reden wir einfach mal mit einem hier. Ich gehe jetzt nach Hause. Sieht so aus, als ob ich ihn nie hören werde. Ach so, das ist der Greis, der bei Ludwig im Haus stand und ihn musizieren hören wollte. Ich denke, dass das Geld, das ich dir gespart habe, reicht, um mein eigenes Geschäft aufzumachen. Ja, es ist die gute Frau mit ihrem Kind, die in diesem Balletthaus da unterrichtet hat. Puri, ich bin noch nie auf dem Festland gewesen. Ich bin seit meiner Geburt auf dieser Insel. Ja, schön für dich. Ja, am Segel können wir nicht vorbeigehen, zumindest nicht auf der Seite da hinten. Das Schiff nach Verla wird bald den Hafen verlassen. Es ist alles fertig, wir können losgehen. Achso, losgehen, nicht lossegeln, oder ich habe mich wieder verlesen.
Ja, das Schiff fährt hier auf jeden Fall fröhlich rum in lustigen Sequenzen und...